So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, in den letzten Folgen wollten wir eigentlich diesen Thorald retten. Da ist leider irgendwie immer wieder was dazwischen gekommen. Und das wird diese Folge wahrscheinlich nicht anders sein. Aber wir werden uns dieses Mal zusammenreißen und nur diese eine Höhle hier erforschen, die jetzt hier noch auf dem Weg liegt, und danach wirklich aber in Richtung der Quest gehen, die wir eigentlich machen wollten. Aber die liegt echt noch so schön auf dem Weg hier. Die Höhle des verlorenen Echos, dass ich da nicht Nein sagen kann. Oh, Falma. Wir haben es viel mit Falmern zu tun, irgendwie in diesen Höhlen im Moment, ne? Wenig bis keine Banditen, aber wenn das hier schon sowieso Schimmerpilzen und so, dann sind das in der Regel Falmer. Ja, oder was? Ich kann nichts sehen. Okay. Morgenstern, altes Buch. Das nehmen wir mit. Das haben wir, glaube ich, und ich glaube, das kennen wir auch noch nicht, ne? Das müssen wir auch noch mitnehmen. Hier fehlt die richtige Zutat. Na, guck mal einer an. Ich kann wahrscheinlich dann gar nicht das reinmachen, was ich brauche. Muss ich vielleicht einen Schimmer... Ich kann jetzt nochmal gucken, ob ich vielleicht einen Schimmerpilz hineintun muss, aber... Wahrscheinlich wird das nicht die Lösung sein, oder? Doch. Doch, es ist der Schimmerpilz. Okay. Das ist also eine Falmerhöhle, mal wieder. Also, schon wieder daneben geschossen. Na gut, dann gucken wir uns diese Höhle hier auch nochmal an. Oh, wir haben einen abgeschworenen Pfeil, den benutze ich gerade wohl. Ich meine, wir müssen ja hier eh alles angucken. Wir wollten in dem Spiel ja auch so viele Dungeons wie möglich machen. Und das ist auch immer noch das Ziel dieses Let's Plays. Nicht nur, einhändige Angriffe verursacht mehr Schaden. Das wäre doch was für dich, oder Lydia? Aber du hast so viel schön schwere Rüstung an. Ich glaube, die möchte ich dir geben. Ach, guck mal. Zack, weggesnackt, den Falmer. Falmer Schild. Ich weiß jetzt nicht, was. Okay, wir haben jetzt zwei Wege. Da scheint wohl einer in seine eigene Falle gelaufen zu sein. Das ist natürlich wieder ärgerlich.
frage mich, warum hier keine One-Shots mehr zustande kommen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das macht 31, Lydia. Was hast du denn für ein? Du hast so ein dickes Zwergenschild, ne? Das ist eher, das ist eh besser. Ihr Kackviecher auch schon wieder hier, ne? Shit. Hallo, warum denn nicht? Okay, sehr stark. Ich wusste, dass hier noch einer rauskommen wird, aber das ist nicht schlimm. Vor allem mal Schattenschleicher. Der ist natürlich sauer. Und weg die Sau. Ich kann nämlich gar nichts. Ups, jetzt habe ich da irgendwas mitgenommen, was ich gar nicht haben wollte. Genau die da. Die gewetzte Falmer-Kriegsaxt. Die können wir weglassen. So, hier ist noch eine Truhe. Stahlpfeil, Golderz, Stahlplattenrüstung. Geheiligter Streitkolben und Untote Fliehen. Ja, das in dem Fliehen, das finde ich gar nicht so geil. Was ist das denn hier? Ach, hier sind wir schon wieder am Anfang. Das war's schon mit der Höhle. Aber warte mal, hier vorne war doch auch noch ein Weg. Da müssen wir jetzt aber nochmal kurz reingehen. Na gut, das wäre ja einfach gewesen, wenn es das schon gewesen wäre. Dann hätten wir dieses Mal gar nicht so viel Zeit verbaselt. Hier ging es nämlich auch noch lang. Okay, also was dich jetzt gekillt hat. Ah, okay, hier wären nur noch mal zwei Banditen gewesen. Ein kaiserlicher, also ein Bandit, ein kaiserlicher und eine Kiste. Na gut, das ist gut zu wissen. Achso, der Teil hat den gekillt hier. Okay, verstehe. Ja, okay. Dann haben wir ja hier alles soweit geholt. Die Kiste da oben, heiß ich, haben wir geholt. Na denn, war das ja wohl nur eine kleine Höhle. Ist auch nicht schlimm. Das ist auch nicht schlimm. So, dann haben wir vielleicht jetzt aber mal endlich die Zeit und die Möglichkeit, mal nach diesem Thorald zu gucken, der sich in der Elfengewalt befinden soll. Gucken, ob es da einen Weg vielleicht hingeht. Hier, ne? Das könnte sein, dass das da so ein Weg hin ist. Das sieht sogar echt gut aus. Das könnte ein Weg da hinten in die richtige Richtung sein. Na gut, dann lass uns mal gucken, ob wir den da direkt finden oder ob wir irgendwie noch was machen müssen. Wahrscheinlich müssen wir uns erstmal noch durch die ganze Burg vorkämpfen. Da gehe ich ja jetzt noch nicht hin. Oh, ein Wolf. Weg, du Sau. Ob du Penne. Wir sind nur Soldaten. Da vorne wäre noch eine Höhle, aber die lassen wir jetzt wirklich mal gekonnt dann einfach auch mal beiseite. Wir machen jetzt mal wirklich die Hauptquest. Also dieses Mal jetzt aber mal wirklich. Wobei, die liegt direkt auf dem Weg, ne? Ah, dieses Spiel.
gut, hier komme ich sowieso nicht runter. Ja, vielleicht müssen wir da auch lang. Reiffelsenhöhle. Ja, wir können ja mal reingucken. Wer weiß, was uns hier erwartet. Feuer, Trunarch? Okay. Also ich habe ja mit vielem gerechnet, aber nicht mit einem... Oh. Also hier sind Beschwörer am Start. Dollkirsche. Ein Drosselei. Hier ist noch eine Rolle der Schutzgeistbeschwörung. Oh ja. War auch schon wieder alles. Puppenstiefel. Die sollen besser sein als meine? Ja, Gesundheit, nee. Also nehmen wir mit, aber nee. Das kennen wir schon. Das kennen wir, glaube ich, noch nicht, ne? Dann, ja, wobei, doch, das kennen wir, glaube ich, auch schon, aber ist egal. Kennen wir schon. Die Bücher kennen wir alle schon. Was ist hier mit? Aufstand von Erzburg. Da kann sein, dass wir den noch nicht kennen. Die Anude nacherzählt. Anuade. Kann auch sein, dass wir das noch nicht kennen. Das kennen wir, glaube ich, auch noch nicht. Das packen wir auch mal ein. Okay. Ja, cool. Da haben wir nochmal was gelernt. Auch nicht schlecht. Aber das scheint dann hier schon alles gewesen zu sein. So vom Ding her. Oder? Stimmt das? Das stimmt. Hier war jetzt alles gewesen. Also der hat hier in dieser Höhle wohl gewohnt und hat hier gechillt. Na gut, warum auch nicht, ne? Ich meine, warte mal, der hat bestimmt noch irgendwie Feuersalze für mich. Aha. Ich meine, warum auch nicht, ne? Ist ja auch nicht so, als wäre das irgendwie verwerflich oder so. Kann er ja machen, nur dann kann es halt sein, dass wir angeschissen kommen und dann hat er auf einmal einen Pfeil im Rücken. Das passiert schon mal. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also ich könnte hier wahrscheinlich runter sogar. Mich hier mit den Elfen anlegen. Da unten sehe ich einen Eiswolf. Den kann ich von hier aus treffen. Das ist aber gar kein Wolf, das ist ein Säbelzahntiger. Den ich von hier aus leider nicht treffe. Vielleicht so? Auch nicht? Was ist denn für eine Verarsche? Aha! Das war ein Treffer. Besser ist. So, dann wollen wir doch gleich mal. Lydia kommt natürlich nicht mit. Habe ich mir auch nicht. Die habe ich mir auch irgendwie nicht anders. Habe ich auch irgendwie nicht anders erwartet. Das heißt, der Burghof, den muss ich alleine klären. Aber das wird natürlich dann nicht so einfach. Weil da werden wahrscheinlich, ja, da sehe ich sie doch schon rumeiern. Und die haben natürlich jetzt auch Elfenrüstungen dabei, weil wir haben ja gelernt oder gelesen, dass es Elfen sind, die den Tönnis entführt haben. Das heißt... Nordwachtbogenschütze. Das war ein schöner Hit. Hätte ich echt gesehen?
Okay. Du spottest mich? Aber kann das sein, dass ich die gar nicht fronten muss? Oh, da sind jetzt noch vier. Okay, jetzt haben sie mich gesehen. Wer auch immer das getan hat, ich werde ihn finden. Ihr braucht etwas? Oh, die fronten mich gar nicht. Besser andere als ich. Was? Wenn ich aber an einem gewissen Punkt gehen die einfach wieder. What? Also da kann ich mir nur vorstellen, dass das ein bisschen verbuggt ist. Elfenrüstung, die habe ich glaube ich auch an, ne? Bekleidung. Ich habe die an Schuppenhornrüstung. Die ist sogar ein bisschen besser. Elfenhelm, was habe ich denn an Kleidung? Wolsung 34, was macht der? 21, so sollte der besser sein als meine Elfenpanzerhandschuhe. Was macht meine? 17, die machen 14. Und die machen. Ja gut, aber die könnte ich nochmal verbessern. Weiß ja nicht, ob die dann nicht vielleicht. Die Schuhe machen 14 und deren Schuhe machen 14. Heißt aber, dass ich die nochmal verbessern kann. Und die würde ich auch gerne mitnehmen. Abgeschworenen Pfeil. Treffer. Komisch, das war jetzt wieder ein knackiger One-Hit. Das wieder nicht. Zack. Oh. Okay, ja, sehr chillig. Abgeschworenen Pfeil. Elfenschild. Nee. Also den Rest kann ich hier nicht gebrauchen. Ich hoffe, dass ich mich jetzt hier. Nee, darf ich noch nicht. Oh shit. Oh shit. Aua. Gut, dass ich Kritz. Ey! So. Weg mit dir, du Penne. Also eigentlich dürften die ja noch nicht wissen, dass wir hier sind. Kann ja noch keiner Alarm geschlagen haben. Ich habe ja alle getötet. Oh, warte mal, hier liegt einer. Vielleicht haben die Elfenpfeile. Stahlpfeile haben die, okay. Kaiserlicher Bogen, Elfenrüstung. Ja. Also den Helm, da brauchen wir glaube ich nicht drüber reden. Dieses Wolsung, das ist schon wirklich nicht schlecht. Ich glaube, das wird schwierig werden, jetzt eine Rüstung zu finden, die wesentlich besser ist als meine. Was wir natürlich machen müssen, ist, wir müssen dann gucken, dass wenn wir solche Drachenpriestermasken und sowas tragen, dass wir nicht vergessen, auf unsere anderen Rüstungen dann Schießkunstbuffs und sowas drauf zu machen. Also ich bin echt am Überlegen, meine arkanen Künste noch weiter zu verbessern. Um die Verzauberungen halt besser zu machen. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr cool. Und dann halt eine Rüstung zu finden. Also Treffer.
muss noch einer sein, aber. Mordwachtmagier. Okay. Und dann halt meine Verzauberungen noch viel, viel mehr zu buffen. Weil ich glaube, stell dir mal vor, man könnte dann irgendwann so krass drauf was drauf machen, dass man, dass da irgendwie so steht, Bögen machen 100% mehr Schaden oder so. Oh, Talmor-Stiefel. Alter. Aber die sind sehr, sehr schlecht. Ich will nur die haben, weil das so eine Magierrobe wieder ist. Die sind hier ganz schön am Weinsaufen, ne? Was? Nicht der Elfenrüstung. Ja, aber die Sachen sind halt alle nicht besser als das, was ich habe. Das kennen wir schon alles. Kennen aber, glaube ich, auch schon. Bei der Steine. Das haben wir auch schon gelesen und weiß ich. So, dann lass uns nochmal hier weiter gucken. Haben wir hier noch? Oh, nichts Spannendes. Oh mein Gott, wie war der denn bitte nicht drauf? Oh, da kommen noch zwei. Das ist natürlich jetzt Yikes. Okay, Lydia, ich bräuchte jetzt mal... Oh mein Gott, okay, die können zaubern. Okay, ich habe noch einen abgeschworenen Fall. Jetzt habe ich wieder mehr Elfenschild. Elfen Kriegsaxt. Okay, coole Sachen, aber wie gesagt, benutzen wir alle nicht. Orkischer Pfeil, Elfenrüstung. Haben die keinen. Wobei, ich trage ja selbst einen Elfenbogen, ne? Ach, guck mal, hier sitzen sie und ballern sich einen rein. Stahlschwert. Aber das brauchen wir auch nicht. Das haben wir schon in besserer Ausführung als Bogen. So, hier geht's weiter. Da werde ich auch schon wieder einsummen. Da oben, guck mal. Oh shit. Drei Leute habe ich getriggert. Das ist natürlich... Okay. Ganz leicht geblockt. Oh Lydia, du bist aber wirklich keine. Aua. Okay, oh dort. Nordwachtbogenschütze. Oh, da habe ich jetzt aber einige getriggert. Gott. Lydia, what is you doing, mate? Okay, Moment, wir müssen uns mal unbedingt heilen. Oh, Bros, entspannt euch.
kommen die denn eigentlich auf einmal alle her, ey? WTF? Okay, und wir müssen uns nochmal heilen. Und jetzt wieder in die andere Richtung steppen. Ja, wäre schön, wenn du das auch mal tätest, Lydia. Guck mal, du bist jetzt schon wieder down. Lydia, schön stehst du da rum. Mach's echt wahnsinnig gut. Mann, ey. Elfendolch. Jetzt haben wir da Eisenpfeile drin. Okay. 200 Stück von denen schon wieder. Krass. Naja. Soll mir auf jeden Fall recht sein. Elfenhelm. Da steht aber immer noch so ein kleiner. 35. Aber gut, mein, dieses Wolsung ist ja wirklich sehr viel besser. Ich meine, ich kann unter Wasser atmen. Was macht der noch? Was macht der nochmal noch? Ja, unter Wasser atmen, 20% mehr tragen und 20% bessere Preise. Also. Das ist ja wirklich voll nice. Tja, Lydia, das ist nicht so gut gelaufen hier, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Orkischer Bogen, 28, nee, danke. Rohes Rindfleisch. Karotte, So Rubinhalsketten. Ui, guck mal, da haben wir auch nochmal was gekriegt, aber wir kämpfen ja nicht zweihändig, von daher. Ist das hier überflüssig? Hier haben wir noch eine Kiste. Sehr gut. Und wieder in den Schleichmodus. Wir müssen ja, wir haben wahrscheinlich jetzt die nächsten drei Räume alle gepult. So viele Gegner, wie mir da gerade vor den Füßen standen. Moment, schau mal hier. Hast du denn Pfeile abgekriegt? What? Also hier war ich aber noch nicht. Hier ging es wieder nach Himmelsrand. Das ist einer der Gefangenen, der hier am Singen ist. Ein Zuschauer zu sein, okay. Also die haben sich auf jeden Fall hier ein paar Leute gesnackt. Da vorne chillt auch einer, die pennt wahrscheinlich. Na gut, was anderes kannst du in Gefangenschaft doch echt nie machen, ne? Außer pennen. Okay, mit dir? Ich habe mit allen gerechnet, aber nicht, dass hier jetzt noch einer chillt. Oh Gott. Was laberst du von Gnade, mein Freund? Die, Bitch. Blitzrune. Alter, überragende Elfrüstung. Ja, aber das ist, also Elfenrüstung der überragende Zauberkunst. Aber die hier ist halt voll gut, diese Schuppenrüstung. Diese Schuppenhornrüstung, meine ich. Die ist halt voll gut. 52 Rüstung ist halt wirklich strong. Nimm die trotzdem mit.
Ja, das ist auch gut. Hier schon wieder die Folterkammer, ey. Fuck. Ja, das ist für den wohl nicht so gut gelaufen, wa? Da machst du nix. Dich will ich erstmal looten. Ihr da, was treibt ihr da? Ich hatte nicht damit gerechnet, jemals wieder ein freundliches Gesicht zu erblicken. Wir müssen ja, guck mal einer an. In Sicherheit bringen. Los. Okay, bring Thorald in Sicherheit. Gut, hier ist ja jetzt nicht mehr viel, nicht? Also... Ja, kommt aber auch perfekt. Achso, das... Habt ihr keine Angst, etwas in Brand? Also ihr könnt gehen, wenn ihr wollt, ne? Was guckt ihr denn so? Ich muss hier raus. Ja, dann viel Erfolg, die Tür ist offen. Könnt einfach gehen. Naja, mir soll es ja gleich sein, ob ihr das nutzt oder nicht. Let's go. Ich kann euch nicht genug dafür danken, dass ihr mich aus diesem Ort gerettet habt. Ich schätze, ich hätte wohl sonst nie mehr das Tageslicht erblickt. Ja, davon ist auszugehen. Was gibt euer Leben für mich? Einem Fremden. Euer Bruder hat mich dazu überredet. Er muss sehr überzeugend gewesen sein. Och, ja, es ging. Ich kann nicht bleiben. Nicht hier, nicht in Weißlauf. Für Arvolstein ist es vermutlich auch nicht sicher. Am besten versuchen wir uns den Sturmmänteln anzuschließen. Aber würdet ihr mir einen Gefallen tun? Sagt meiner Mutter, sie müsse den kalten Wind des Winters erdulden, denn er trägt die Samen des nächsten Sommers mit sich. Sie wird schon wissen, was das bedeutet. Nochmals vielen Dank. Ihr habt mir das Leben zurückgegeben. Gerne doch, Bro, gerne doch. Ja, ja, so sieht das aus. Wir sind, glaube ich, aber auch auf einem guten Weg, Weißlauf abzuschließen, ne? So wie das aussieht. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Dann reden wir doch jetzt mal mit der Frau, die uns beauftragt hat. Irgendwelchen kalten Wind des Winters muss sie ja dulden. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was war die Frage? Natürlich seid ihr... Bitte sagt, dass ihr etwas über meinen... Wirklich? Ihr habt ihn gerettet? Ich muss ihn sofort sehen. Genau. Was? Nach all dem kann ich ihn nicht einmal sehen? Woher weiß ich denn, dass ihr die Wahrheit sagt und mir nicht einfach erzählt, was ich hören will? Denn ihm wohnt der Spross des nächsten Sommers inne, mein Junge. Also ist es wahr. Fürs Erste reicht mir die Gewissheit, dass er lebt. Sie gibt mir Frieden. Hab Dank, lieber Freund. Ihr habt mir meinen Sohn wiedergegeben. Ich ließ Eolund dieses Stück für Thorald anfertigen. Es sollte sein Willkommensgeschenk sein. Vermutlich kann er es jetzt nicht haben. Aber warum nehmt ihr es nicht? Wir können ja ein neues Stück anfertigen, wenn der Krieg zu Ende ist und Thorald nach Hause kommen kann. Okay, cool. Nein, und ich rechne auch nicht damit. Es wäre im Augenblick zu gefährlich. Oh, guck mal, perfekt. Dann... Wenn ihr außerhalb der Stadtmauer steht, geht immer geradeaus. Ihr könnt sie nicht verfehlen. Viel Glück. Seid ihr verheiratet? So seht ihr auch geht aus. Geht ihr auf die Jagd? Behandelt auf den Ebenen vom Weißlauf Himmel ist nur so von aber ich habe mir den Platz an der Spitze. Okay, also wir müssten hier fertig sein. Was haben wir denn noch zu tun? Genau, Merida Stern. Museum von Dänger Stern, Badenakademie, die Nachricht lesen. Nee, das machen wir nicht. Ein Mammutstoßzahn. Oh, das sind so Kleinigkeiten. Wo wäre das denn? Scheiße. Vergessen, dass ich das hier... Da hinten.
Es ist auch ganz in der Nähe, ne? Eigentlich auch ganz in der Nähe. Da könnten wir eigentlich auch nochmal kurz hin den Banditenanführer töten und dann uns dann um die nächste Hauptquest kümmern. Aber Freunde, das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich bin auch gar nicht abgeneigt, vielleicht diese Daedra-Quest noch zu machen. Mit Meridas Stern. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein.